Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's super, super gut. In unserer Serie zum Thema Erlösung geht's heute um die Himmelfahrt von Jesus. Ich möchte die Himmelfahrt ein bisschen mit einem Abschluss an der Universität vergleichen. Wieso? Okay. Wenn man an eine Universität geht, dann studiert man ja auf ein bestimmtes Thema. Richtig? Und am Abschluss ist es dann so, dass man das Thema eigentlich relativ gut gelernt hat oder so weit gelernt hat, dass man dann nachher in den Beruf gehen kann und es praktisch ausleben kann. Richtig? Oder in seinen Beruf einsetzen kann. In der Universität lernt man über Jahre, über 3 oder 4 Jahre oder wie lange auch die Universität geht, an der Seite von einem Professor das bestimmte Thema. Wir lesen Bücher, wir lernen durch die Bücher, wir lernen durch die Schulung vom Professor, wir lernen durch Praktikums, wo wir ein spezielles Praktikum mit Firmen machen, über das spezielle Thema und lernen können. Und wir lernen auch durch praktische Beispiele, die der Professor bringt. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, uns mit dem Professor hinzusetzen und Fragen zu stellen. Oder direkt im Klassenzimmer Fragen zu stellen. Das ist alles während unserer Zeit in der Universität, richtig? Und da haben wir die Möglichkeit, regelmäßig das zu tun. Wenn wir aber mit der Universität abgeschlossen sind, dann sind wir ein bisschen auf unsere eigene Füße gestellt. Wir haben vielleicht jemanden im Geschäft, der uns vielleicht bestimmte Sachen erklären kann noch. Und das heißt auch nicht, wir hören auf, nach der Universität zu lernen, aber wir gehen nicht jede Woche wieder zurück an die Universität und treffen uns mit dem Professor und stellen Fragen oder wir sitzen durch seinen Unterricht. Nein, wir sind dann aktiv in dem, was wir gelernt haben und setzen es praktisch um. Und wenn man Jesus und seine Jünger anguckt, sieht man ein bisschen was Ähnliches. Ich habe über die letzten 3 Wochen über Jüngerschaft gesprochen. Und was habe ich da für Beispiele gebracht? Erstens, Jesus hat seine Jünger unterrichtet und dann hat er sie ihnen praktisch gezeigt und dann hat er sie ausgesandt und hat sie es praktisch tun lassen und sie wieder zurückgeholt dann und sie dann sozusagen mit ihnen besprochen, wie es gelaufen ist. Und hat ihnen wahrscheinlich dann Tipps gegeben, wie sie sich verbessern können. So hat es ein bisschen ausgesehen. Aber war natürlich auch interessant, Jesus war auch immer bei seinen Jüngern dabei. Das heißt, wenn sie durch schwierige Zeiten gegangen sind, war er bei ihnen. Sie konnten ihm in die Augen schauen und seine liebenden Augen, ja, sie konnten von seinen liebenden Augen berührt werden. Oder wenn sie einen Drücker gebraucht haben, war ganz einfach, sie konnten von Jesus einen Drücker kriegen, weil sie waren kontinuierlich mit ihm. Das ist ein bisschen anders wie ein Professor in der Universität. Der Universität, da bist du tagsüber vielleicht mit dem Professor von Zeit zu Zeit oder in seinem Unterricht und dann triffst du vielleicht von Zeit zu Zeit mal. Aber mit Jesus, die waren kontinuierlich mit ihm. Die haben Zeit mit ihm verbracht. Und da konnten sie mal abends ans Feuer sitzen und Fragen stellen. Aber jetzt kommt die Himmelfahrt. Jesus geht zurück zu seinem Vater. Und jetzt haben sie ihn nimmer in Person da nach dem Moment. Aber Jesus bereitet seinen Jünger auf die Zeit vor. Wie vielleicht eine Abschlussrede an der Universität stattfindet. Er sagt ihnen, hey, jetzt ist eure Aufgabe, weiterzumachen, was ich euch gelehrt habe und was ich angefangen habe. Ich vertraue euch. Ihr seid jetzt meine Hände und Füße auf der Welt und ihr bringt jetzt die Veränderung. Aber keine Angst, ihr seid nicht allein. Ich schicke euch meinen Heiligen Geist. Er wird euch leiten. Und das ist der Unterschied. Jesus ist weiterhin bei ihnen durch seinen Heiligen Geist. Denk für einen Moment dran. Wie hat Jesus hier auf der Welt gearbeitet? Er hat von sich gesagt, ich tue nur die Dinge, die ich meinen Vater sehe, die mein Vater tut. Das heißt, er war immer in Verbindung mit seinem Vater und durch den Heiligen Geist sind wir immer in Verbindung mit ihm. Das heißt, er kann uns direkt anleiten, wo wir hingehen sollen und was wir tun sollen. Und genauso war es mit Jesus und seinen Jüngern. Sie sind vom Heiligen Geist, sie haben später einen Heiligen Geist gekriegt, der sie anleitet. Jesus hat sie nicht allein gelassen. Aber er hat ein riesen Vertrauen ausgesprochen. Er hat gesagt, hey, ich vertraue euch,
dass ihr die Aufgabe erfüllen könnt. Ist das nicht faszinierend? Ein Riesenvertrauen. Natürlich sind da wahrscheinlich viele Gefühle durch die Jünger gegangen, kann ich mir vorstellen. Wenn du jemand so eine nahe Freundschaft hattest, ist wahrscheinlich eine Traurigkeit da, wenn der plötzlich weg ist. Weil jetzt kannst du nicht mehr einfach so am Tisch sitzen und gegenseitig in die Augen schauen und ein Gespräch haben. Er ist immer noch bei dir, aber nicht mehr so eine physische Person. Da verändert sich was. Aber dann auf der anderen Seite war wahrscheinlich auch eine große Freude, weil Jesus gesagt hat, ich vertraue euch und jetzt macht ihr die Arbeit weiter. Es war eine Herausforderung, wo sie gesagt haben, ja, wir ziehen weiter, Jesus, wir machen das weiter, wir stellen sicher, dass die gute Nachricht verbreitet wird, leid uns. Faszinierend. Ich finde es faszinierend, wie Jesus seine Jünger einfach ausgesandt hat und gesagt hat, hey, ich vertraue euch. Ihr seid nicht allein. Der Heilige Geist kommt und er ist bei euch und er leitet euch. Wie sieht es heutzutage für uns aus? Stell dir die Frage, wo bist du gerade auf der Reise mit Jesus? Bist du gerade in der Zeit, wo du im Wachstum bist? In der Jüngerschaftszeit? Und ich sage nicht, dass Jüngerschaft jemals endet. Wir wachsen bis zum Ende von unserem Leben. Die wird nie enden. Aber da ist eine Zeit, wo wir extremes Wachstum haben in unserem Leben, wie die Jünger, als sie mit Jesus direkt gelaufen sind. Wo bist du gerade in der Zeit? Wenn du gerade in der Wachstumszeit bist, in der Jüngerschaftszeit, dann stell dir die Frage, hast du jemanden, der in dich rein investiert und dir hilft zu wachsen? Wenn nicht, such jemanden. Oder hast du jemanden, oder verbringst du Zeit in Gottes Wort? Lernst du aus seinem Wort? Oder verbringst du Zeit im Gebet, um Jesus nahe zu sein? Stell dir die Fragen. Oder machst du, was Jesus dich berufen hat? Liebst du andere Menschen? Zeigst du Liebe zu deinen Nachbarn oder zu den Menschen, die er in dein Feld gestellt hat? Nimm die Schritte aktiv und wachs. Wachs in deinem Glaube. Ganz wichtige Zeit, ganz wunderbare Zeit. Und eine herausfordernde Zeit. Oder bist du gerade in der Zeit des Abschlusses? Hast gerade die Universität Jesus abgeschlossen, sozusagen, und schickt er dich jetzt gerade raus mit dem Missionsbefehl? Stellst du jetzt gerade vielleicht die Frage, wie die Jünger, ja, und was ist als nächstes, wo gehen wir jetzt hin, was machen wir jetzt? Ist okay. Ist okay. Aber erinnere dich in der Zeit, Jesus ist mit dir. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Verbring viel Zeit im Gebet. Spring nicht einfach in die nächste Zeit. Bet drüber. Lass dich von ihm leiten. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Dass du weißt, wo die nächsten Schritte dich hinführen. Ganz, ganz wichtig. Oder bist du vielleicht in einer Zeit, wo du vielleicht schon aktiv bist für Jahre in Mission. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt in deinem Leben, wo alles gut so ein bisschen auf Autopilot läuft, weil du schon so lange gemacht hast und schon genau weißt, wie du das machen musst. Dann ist vielleicht eine Zeit, wo du wieder mehr sagen musst, okay, Heiliger Geist, bitte leite mich. Ich glaube, ich schaffe zu viel auf Autopilot. Und ist okay. Lass dich von ihm leiden. Aber stell dir die Frage, wenn du gerade an einem Abschluss bist, nochmal drauf zurückzukommen. Stell dir die Frage, stell Jesus die Frage. Wo sendest du mich hin? Wer sind meine Leute? Sind es vielleicht Kollegen bei der Arbeit? Sind es vielleicht Nachbarn? Ist es vielleicht in meiner Kirche? Soll ich da helfen? Oder sendest du mich übersee? Ich kann die Frage nicht für dich beantworten. Aber Jesus kann es. Lass der Heilige Geist zu dir sprechen. Er möchte dich leiten. Aber eins kann ich dir sagen. Jeder von uns ist berufen, die gute Nachricht in die Welt zu bringen. Geht in die ganze Welt, richtig? Der Auftrag, der Missionsbefehl gilt für uns alle. Also lasst uns das tun. Jesus,
Danke, dass wir nicht allein gehen müssen. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschickt hast, der uns leitet und uns Richtung gibt und Direktion gibt und uns hilft zu wachsen. Danke dafür. Ich bitte dich jetzt einfach darum, für jeden Einzelnen von uns, dass wir wirklich erstmal wissen, dass du uns vertraust. Dass uns das erstmal aufbaut, zu wissen, ja, Jesus vertraut uns. Danke dafür, Jesus, erstmal für das. Und dann zweitens, dass wir wirklich sagen, okay, Jesus, wir vertrauen dir und wir laufen in die Dinge, in die du uns leitest. Vollkommen. Danke dafür, Herr Jesus. Leit uns, leit uns, leit uns. Lass uns nicht allein gehen. Und ganz egal, in welcher Zeit wir sind, ob wir in der Zeit der Jüngerschaft sind und wachsen sind, leit uns. Bring uns zum Wachsen. Ob wir in der Zeit der Entscheidungstreffung sind, hilf uns. Gib uns klare Worte, wohin. Und wenn wir in einer Zeit sind, wo wir schon in der Arbeit aktiv sind für Jahre, aber ein bisschen auf Autopilot sind, bring uns zurück zu dir. Hilf uns wieder ganz neu geleitet zu werden von deinen Worten, von deinem Heiligen Geist. Hilf uns dafür. Danke, Herr Jesus, dass du uns nicht allein lässt. Und wenn wir die gute Nachricht bringen, dann bringen wir mehr von deinem Himmel auf die Erde. Wie im Himmel, so auf Erden. Und Vater, wir möchten mehr davon sehen auf der Welt. Dass die Welt mehr aussieht wie bei dir. Dass Menschen mehr Hoffnung haben und mehr Liebe erfahren und mehr dich spüren dürfen. Danke dafür. In deinem Namen beten wir das, Herr Jesus. Amen. Habe eine gesegnete Woche und denke ein bisschen über die Frage nach. Und wo du gerade in deinem Leben stehst. Gott segne dich. Tschüss.